Das kann man ja noch mal sehen. So sah das ursprünglich aus, als es wahrscheinlich hier angekommen ist auf Lastwagen. Zu so einem Ballen verschnürt und gepresst. Dann ist es einfach aufeinander gestapelt worden. Und es lässt keine Absicht erkennen, dass man damit irgendwie das recyceln wollte. Es ist einfach angehäuft worden. Und wie man sieht, überall Müll aus Deutschland. Deutschland produziert immer mehr Müll. Davon landen viele Millionen Tonnen auf illegalen Müllhalden. Wie dieser hier in Polen. Weit und breit Müll aus Deutschland. Entsorger in Deutschland wissen oft nicht mehr, wohin mit dem Müll. Deswegen exportieren sie ihren Abfall immer häufiger ins Ausland. Eines der wichtigsten Empfängerländer für deutschen Müll ist Polen. Fast 1 Million Tonnen pro Jahr exportierten deutsche Unternehmen zuletzt. Und es wird immer mehr. Bei diesen Exporten kommt es auch immer wieder zu illegalen Geschäften. Brandenburgs Umweltminister spricht von bandenartigen Strukturen. Und die Aufsichtsbehörde kritisiert deutsche Firmen, die willentlich gegen Gesetze verstoßen. Michael Billig recherchiert seit Jahren intensiv zu dem Thema. In Polen ist er zum ersten Mal auf Recherche. Was ist das denn? Ah, sieh an, deutscher Müll für Holzversiegelung. Es besteht aus PE und PET, zwei Kunststoffen. Und das Zeichen des grünen Punktes ist drauf. Also aus der gelben Tonne jedenfalls gehört es da rein und soll eigentlich wiederverwertet werden. Im besten Fall recycelt. Und stattdessen liegt es hier auf einer illegalen Deponie in Polen. Katzenfutter, Joghurtbecher, Mini-Brezeln. Also hier oben siehst du einfach nur so Folienabfälle, ganz dünner Kunststoff, der so in Fetzen runterhängt. Vielleicht aus der Landwirtschaft, von Baustellen, kannst du eigentlich nur noch verbrennen. Verbrennung ist aber teuer und deswegen liegt es wahrscheinlich hier. Für die Verarbeitung von Plastikmüll, also für Recycling oder Verbrennung, zahlen Entsorgungsfirmen teils mehrere hundert Euro pro Tonne. Crazy, hier ist alles voller Wasser. Das scheint sich ja echt zu stauen. Hier würde es sich dann sicherlich auch mal lohnen, eine Wasserprobe vielleicht zu nehmen. Durchaus denkbar, dass da jetzt auch Schadstoffe ausgewaschen wurden und jetzt in dieser Brühe mitschwimmen. Wenn wir die im Labor nachweisen können. Unmittelbar neben der illegalen Halde liegen zwei Dörfer. Ein Anwohner verfolgte über die Jahre, wie die Betreiber immer mehr Müll anhäuften. Bo już się nie mieściło, nie mieli gdzie składować, żeby można następne dostawy przyjmować i żeby brać za to kasę. Dogaszali, a chyba z tydzień. Znaczy u mnie z domu to było widać potężna czarna chmura dymu takiego. No tu las, drzewa się popaliły. Przyjeżdżały, ale rzadziej. Bo tu już mieszkańcy jakby, każdy tu był zainteresowany, podglądał, bo były obiecanki, że już nie będą wozić, że tego, ale tu ciągle przybywało. I co jakiś czas były mniejsze pożary, wybuchały. Ostatni był w 2019. Albo, że ktoś kupuje i on to będzie utylizował. A co się z tym dzieje, to jest czarna magia. I taki jest biznes. Zresztą śmiecie to jest mafia. To wszystko, jak pada deszcz, czy wszystko, jakie tu świństwa, gdzie są pochowane, to wszystko nasiąka i do gleby wsiąka. A to wchodzi wody. Das belegen auch die Ergebnisse der Laboranalyse. In den abgebrannten Müllbergen wurden unter anderem die krebserregenden Stoffe Hexestrol und PAK nachgewiesen. Sicher scheint ebenfalls, dass die Schadstoffe schon jetzt in den angrenzenden Bach gelangen und potenziell auch ins Grundwasser. Co kilkanaście dni w Polsce, w różnych województwach się słyszy, że to się dzieje. Für Polens Umweltminister sind die Zustände das Werk einer Müllmafia. Laut Gesetz sind deutsche Firmen bis zum Ende der Lieferkette für ihren Abfall verantwortlich. Doch der deutsche Müll liegt noch immer auf der illegalen Deponie.